Hallo liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich rede heute über alle Bücher, die ich im Februar gelesen bzw. auch abgebrochen habe. Und ja, es ist jetzt eine Weile her, der Februar ist schon seit längerem vergangen. Tut mir echt leid, dass das Video so spät kommt, aber ich hatte in letzter Zeit so keine Kraft und Motivation, irgendwas zu tun. Nicht nur für YouTube, sondern generell war das so. Aber heute sind wir hier. Ich rede über die Bücher aus dem Februar und ich habe da tatsächlich auch einiges zu sagen, weil der Februar war ein sehr untypischer Lesemonat für mich. Der Februar hat praktisch komplett aus Romance-Büchern der einen oder anderen Art bestanden. Ich habe mich sehr weit aus meiner Lesekomfortzone herausgewagt und über das müssen wir jetzt einfach reden. Bitte, weil ja, ich habe Redebedarf, schon seit Wochen. Ja, starten wir in den Lesemonat Februar mit einem Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und zwar ist das, glaube ich, das erste Buch, das ich aus diesem Genre gelesen habe. Beziehungsweise es ist zumindest das einzige, das ich gerade auf dem Schirm habe. Und zwar habe ich das aktuelle Buch von Olivia Blake gelesen, Allein mit dir in der Unendlichkeit. Und dieses Buch war ein Rezensionsexemplar vom Bloggerportal und dem Penguin Verlag, also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Und dieses Buch war für mich so ein glattes 4,5-Sterne-Buch. Also fast ein Highlight, es war fantastisch, es hat mir so gut gefallen. Und ja, darum stelle ich es euch jetzt ein bisschen genauer vor. Dieses Buch ist nämlich sehr speziell. Irgendwie kann ich das gar nicht so recht in Worte fassen. Ja, wir haben hier eine Liebesgeschichte zwischen Regan und Aldo oder Aldo, wie auch immer ihr ihn sagen möchtet. Auf jeden Fall ist Regan eine, ja, eigentlich eine Künstlerin, aber sie hat ihr künstlerisches Fable nie ganz so ausgelebt, weswegen sie, ja, Führerin in einem Museum ist. Sie ist Tourguide sozusagen. Und dann haben wir Aldo, der Mathematiker ist, also er ist Wissenschaftler, er interessiert sich eigentlich nur für Mathematik und die Wissenschaft. Und die beiden, ja, die beiden sind irgendwie sehr spezielle Personen, sehr unfertige Personen, sage ich jetzt mal. Die beiden leben so in ihren Tag hinein, aber sie sind einfach irgendwie nicht so präsent, nicht so ganz da, bis die beiden sich kennenlernen und sich gegenseitig vervollständigen können, sage ich jetzt mal. Das Ganze klingt super plump und super kitschig, aber Freunde, dieses Buch ist alles andere als kitschig. Also die Geschichte zwischen den beiden, wie sie sich kennenlernen, beziehungsweise wie sie sich darauf einigen, dass sie sich kennenlernen wollen, wie sie dann zusammenkommen, zusammenleben, ihre Beziehung erkunden, das Ganze ist so speziell. Es ist so toll geschrieben, sehr literarisch, sehr poetisch teilweise. Der Sprachstil, also die Stilmittel, die verwendet werden eigentlich, wechseln im Buch auch teilweise mal komplett. Also man muss sich dann wieder so an eine neue Schreibart gewöhnen, was für mich das Buch einfach super spannend gemacht hat. Ich habe hier so viele Stellen angekreuzt. Es hat so viele Stellen in dem Buch, die einen einfach so zum Nachdenken anregen. Ja, weswegen für mich eigentlich mehr die Sprache, die Wortwahl, die Art des Erzählens im Vordergrund steht und nicht mal unbedingt die Geschichte an sich. Also die Personen, Elsa und Regan, die waren mir irgendwie eigentlich egal, was jetzt nicht unbedingt positiv für das Buch spricht, glaube ich. Aber trotzdem, einfach wie wir die beiden mitverfolgt haben, wie die beiden, ja, zu uns auch gesprochen haben, zueinander gesprochen haben, fand ich ganz, ganz fantastisch. Also die Sprache, die literarischen Stilmittel in diesem Buch für mich grandios. Und ich habe einige, beziehungsweise fast nur, eher negative Bewertungen zu dem Buch gelesen mittlerweile, weil ich einfach glaube, die Personen, die diese Geschichte gelesen haben, waren sich halt nicht darüber bewusst, dass es ein schreibtechnisch anspruchsvoll bis fast schon teilweise skurriles Buch ist, sage ich jetzt mal. Aber Freunde, lasst euch davon nicht abschrecken, gebt dem Buch eine Chance. Ich habe es so, so, so gerne gelesen. Ja, also das war wirklich mal ein Romance-Buch der anderen Art. Ohne mich konnte das wirklich sehr begeistern. Ja, dann machen wir zuerst mit dem nicht kritischen Zeug weiter. Ein weiteres Buch, das ich im Februar gelesen habe, war ein Folgeband, beziehungsweise der finale Teil einer Dilogie, und zwar The Way I Am Now von Amber Smith. Das ist der zweite Teil von The Way I Used to Be
von diesem hier. Ich glaube, The Way I Used to Be habe ich im Dezember gelesen. Kann das sein? Auf jeden Fall wunderschöne Bücher, wunderschöner Farbschnitt mit Blumen. Ihr wisst, wenn der Farbschnitt Blumen drauf hat, dann kriegt man mich. Ich liebe Blumen. Ja, zu The Way I Am Now kann ich euch nicht so viel sagen, weil es halt mega Spoiler geben würde. Aber ich kann sagen, The Way I Am Now hat mir ein bisschen besser gefallen. Der erste Teil hier, The Way I Used to Be, war für mich so ein 3,5-Sterne-Buch, einfach weil ich den roten Faden nicht so komplett gesehen habe. The Way I Am Now hat diesen roten Faden. Für mich war es ein 4-Sterne-Buch. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen. Die Geschichte hat für mich hier wirklich ein tolles, tolles Ende bekommen und ich mochte die Protagonisten so, so gerne. Ja, 4-Sterne-Buch, habe es gerne gelesen. Sehr viel kann ich hierzu nicht sagen. Aber grundsätzlich in The Way I Used to Be geht es um Eden. Und Eden erfährt gleich am Beginn des Buches eine Vergewaltigung, beziehungsweise sie erlebt das an sich selbst. Deswegen entscheidet selber, ob ihr das Buch lesen möchtet oder nicht. Denn vor allem im ersten Band ist das halt ein extrem zentrales Thema. Das Ganze geschieht, als sie 14 war und wir erleben sie im ersten Band hier so durch ein paar Jahre hinweg, wie sie mit dem Thema umgeht, beziehungsweise eben nicht damit umgeht, weil es ist ein Geheimnis, niemand weiß davon. Ja, und sie lernt in diesem Buch hier allerdings jemanden kennen, den sie sehr, sehr mag, der so der Einzige ist, der zu ihr durchdringen kann. Aber die beiden haben halt nicht wirklich eine Chance und das Buch endet dann, ja, ohne dass die beiden wirklich ihre Chance bekommen haben. Aber im zweiten Teil dann, ja, bekommen die zwei dann endlich ihre Chance. Das Buch spielt ein paar Monate nach Ende des ersten Bandes. Die zwei gehen dann auch aufs College im Verlauf vom zweiten Teil hier. Ja, und für mich hatte der zweite Teil einfach so ein bisschen mehr Hand und Fuß, ein bisschen mehr, ja, Spannung nicht, aber es passierte so ein bisschen mehr und es war einfach mega schön. Ja, also falls euch das Thema Vergewaltigung nicht total abschreckt, es wird sehr, ja, schön ist das falsche Wort, aber zwar sehr direkt, aber trotzdem auch sehr einfühlsam drüber geschrieben, zumindest habe ich das so empfunden. Also falls ihr Coming-of-Age-Romance-Bücher mögt, dann schaut euch die beiden auf jeden Fall gerne mal an. Ich habe sie sehr gerne gemocht und ich denke auch jetzt noch an Eden zurück, einfach weil sie irgendwie doch eine tolle Protagonistin ist. Ja, Freunde, jetzt kommt's zu den kritischen Büchern, beziehungsweise zu den für mich etwas kritischen Büchern. Und zwar, da habe ich mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich tatsächlich mal zwei Bücher aus der Reihe lesen werde. Aber ich habe die beiden Bücher, wie hießen die noch gleich, Very Bad Kings Band 1 und Very Bad Elite Band 2 von J.S. Wanda gelesen. Ja, einige von euch denken jetzt vielleicht, Marina, what the fuck? Andere von euch denken jetzt vielleicht, Marina, endlich? Ja, falls ihr noch nie von der Reihe gehört habt, das ist eine Dark Romance Reihe der deutschen Autorin J.S. Wanda. Dark Romance hatte ich bis jetzt noch keine Berührungspunkte damit. Allerdings, falls das jemand von euch noch nicht weiß, ich bin Buchhändlerin und in meiner Buchhandlung bin ich für die Jugend- sowie New Adult Bücher verantwortlich. Und da ja Dark Romance ein Thema on the rise ist, haben wir natürlich auch Dark Romance Bücher im Sortiment. Und die verkaufen sich halt so gut. Und ich dachte mir immer, was kriegt euch Mädels an diesen Büchern? Und die Very Bad Kings, Very Bad Blablabla Bücher, die laufen halt speziell gut. Und ich dachte mir dann, ich muss jetzt irgendwie so mit dem ganzen Publikum mitreden können. Ich muss ja als Buchhändlerin auch Empfehlungen raushauen können. Das ist mein Job. Und wenn mich jemand fragt, kennt sie Very Bad Kings, dann ja, ist doch schön, wenn ich was zu sagen kann. Oder? Auf jeden Fall habe ich Very Bad Kings natürlich nicht gekauft, sondern das Hörbuch gehört. Das Buch war dann zu Ende und ich musste einfach wissen, wie es weitergeht. Aber ein bisschen von vorne. In Very Bad Kings geht es um unsere Protagonistin, deren Namen ich komplett vergessen habe, sowie der Name von jeder anderen Person in dem Buch. Auf jeden Fall, unsere Protagonistin kommt an die Kingston-Universität, ist das, glaube ich, eine Universität für die Reichen, für die Elite. Und unsere Protagonistin ist aber so eher ein armes Mäuschen. Sie hat es allerdings an die Universität geschafft durch ein Stipendium. Ja, sie ist dann da an dieser Uni und merkt relativ schnell, dass es an dieser Universität die Kings gibt. Das sind so ein paar Jungs,
die ja sich verhalten wie die Könige der Universität, denn sie tun mit den Mädels dort, was sie wollen. Und sie haben es natürlich auch auf die Stipendiatinnen abgesehen, weil die ihrer Meinung nach natürlich gar nicht das Recht haben, da bei den Reichen und Schönen zu studieren, oder? Ja, auf jeden Fall, unsere Protagonistin gerät in die Gefänge der Kings, muss da einiges mitmachen. Allerdings, womit niemand gerechnet hätte, unsere Protagonistin findet die Spielchen, die ziemlich dunkel und böse und eklig sind, von den Kings nicht mal abschreckend, sondern sie macht da freiwillig mit. Ja, das gibt den Kings so ein bisschen Strich durch die Rechnung und keiner weiß mehr, wie er sich eigentlich verhalten soll. Keine Ahnung, was ich sonst noch dazu sagen soll. Also die Bücher sind sehr explizit. Man hat da sehr viele, sehr intime Szenen. Auch vor allem so Szenen à la, die Protagonistin ist gerade mit dreien von den Jungs dabei, während der eine noch zusieht. Und ihr versteht, was ich meine. Ich möchte mir das eigentlich gar nicht mehr ins Gedächtnis zurückrufen. Auf jeden Fall, das ist so die Art Bücher, oder? Halt auch so mit ein bisschen Entführung und wäre die Protagonistin nicht gefunden worden, wäre sie einfach gestorben im Wald. Also, ja, ganz wild. Aber irgendwie hat der erste Band so aufgehört, dass ich einfach wissen musste, überlebt sie? Zahlt sie es den Kings heim? Stirbt irgendwer? Was wird passieren? Deswegen habe ich mir danach den zweiten Band noch gegeben. Und ich bin ganz, ganz ehrlich, als der zweite Band hinüber war, fertig war, hätte ich mir auch den dritten gerade noch anhören können. Denn die Bücher sind sehr erschreckend, sehr verstörend. Trotzdem, dass ich mindestens 50% von dem Inhalt, was da mir vorgesprochen wurde, nicht hatte hören wollen, sind die Bücher irgendwie süchtig machend. Ich habe den dritten Band aber bisher, also Stand Anfang April, nicht gelesen. Ich kann den Büchern halt nicht mal eine Sternebewertung geben, weil ich keine Ahnung habe, wie man sowas einordnet. Das war für mich das erste Mal Dark Romance und ich behaupte jetzt auch mal, das wird für eine ganze Weile das erste und einzige Mal Dark Romance bleiben, weil... Ja, also eine Sternebewertung zu Very Bad Kings und Very Bad Elite gibt es von mir nicht, weil sie waren super eklig, super verstörend, aber halt trotzdem spannend. Ja, habt ihr die Bücher gelesen? Wenn ja, bitte, bitte einen Kommentar unten schreiben, weil ich brauche Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll. Ja, falls ihr es vorhabt zu lesen, lasst mich doch auch mal wissen. Falls ihr Fragen habt, stellt sie in den Kommentaren. Ich bin, was dieses Thema angeht, irgendwie heillos überfordert. Und falls ihr Dark Romance Girly seid, falls ihr das mögt, also bitte fühlt euch gar nicht angegriffen von irgendwas, was ich jetzt gesagt habe. Nur weil ich nicht so verstehen kann, was der Reiz an solchen Büchern ist, heißt das nicht, dass das für alle so ist. Also wenn ihr das mögt, dann go for it. Hauptsache ihr lest Bücher, der Rest ist mir egal. Ja, das war so ein kurzer Abstecher ins Wondaversum meinerseits. Wird wahrscheinlich die einzige Reise dorthin sein für eine Weile. Ja, ich bin irgendwie einfach schockiert. Ja, dann kommen wir zu etwas weniger, aber irgendwie trotzdem auch erschreckendem. Und zwar habe ich im Februar mal wieder ein Klassiker gelesen. Und zwar von Philip K. Dick, The Man in the High Castle oder Das Orakel vom Berge. Das hier ist ein Klassiker aus den 60er Jahren. Ja, 1962. Und dieses Buch wurde als Serie adaptiert und ich habe mal mit jemandem ein paar Folgen der Serie gesehen. Allerdings von Staffel keine Ahnung was. Also ich war so mittendrin und hatte keine Ahnung, was passiert. Ja, und ich bin dann zufällig auf dem Online-Shop von meinem Buchhändler über dieses Buch gestolpert und habe dann gemerkt, dass die Serie ja auch ein Buch ist. Und zwar schon ein etwas älteres Buch. Deswegen habe ich mir das Buch gekauft, habe es gelesen. Ja, das teile ich jetzt mit euch, offensichtlich. Ja, in The Man in High Castle geht es eigentlich um die Frage, was wäre passiert, wenn der Zweite Weltkrieg von Deutschland und Japan gewonnen worden wäre? Klingt jetzt mal erst sehr erschreckend, aber das Buch war sehr viel weniger politisch irgendwie, als ich mir das so erhofft hätte oder als ich mir das zuerst so ausgemalt habe. Und zwar spielt das Buch eigentlich in Amerika. Die eine Hälfte gehört Deutschland, die andere Hälfte gehört den Japanern. In der Mitte gibt es eigentlich so eine neutrale Zone. Und es geht um mehrere Personen, die so mehr oder weniger miteinander zu tun haben. Und schlussendlich geht es eigentlich um ein Buch, das geschrieben wurde. Und das Buch, in dem Buch,
stellt sich selber eigentlich die Frage, was wäre passiert, wenn Deutschland den Krieg verloren hätte. Super wild, ich kann das Buch irgendwie gar nicht zusammenfassen in einigen Sätzen, weil es irgendwie mega viel Inhalt gegeben hat. Trotzdem habe ich das Buch zu Ende gelesen und dachte mir dann, irgendwie weiß ich jetzt trotzdem nicht mehr als davor. Also irgendwie ganz komisch. Vor allem hatte ich das Gefühl, dass das Buch geendet hat, ohne dass die Reise der Protagonisten, die sie eigentlich auf sich genommen haben, während dem Buch abgeschlossen wurde. Versteht ihr? Also ja, sehr interessante Grundthematik. Für mich hat es irgendwie einfach nie so funktioniert, beziehungsweise ich hatte am Ende vom Buch mehr Fragezeichen als davor. Ich habe dem Buch so 3 Sterne gegeben, einfach weil der Inhalt theoretisch sehr, sehr interessant gewesen wäre, aber die Ausführung hat für mich nicht ganz so gut funktioniert. Aber wenn ihr das Buch schon gelesen habt, lasst sehr gerne Meinungen, Anmerkungen, Kommentare unten. Ich würde das wirklich sehr, sehr gerne durchlesen. Ja, Freunde, dann kommen wir noch zum, ich glaube, ersten Abbruch dieses Jahr. Und zwar habe ich versucht, dieses Buch zu lesen. Das ist The Serpent and the Wings of Night von Carissa Broadbent. Das Buch ist ja auch auf Deutsch erschienen vor ein paar Wochen, ging sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch mega durch die Decke. Und ich dachte mir, ja, ich habe das Buch hier in dieser wunderschönen Alcrate-Ausgabe. Also das Buch ist wirklich, wirklich wunderschön. Ich dachte mir, gebt dem doch zum Erscheinen von der deutschen Übersetzung mal eine Chance. Ja, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich bin, aber beim Hörbuch war ich knapp bei 25%. Also ich habe etwa ein Viertel des Buches gelesen bzw. gehört. Und ich kann euch nicht mal sagen, wovon das Buch handelt, weil gar nichts davon an mir hängen geblieben ist. Also die Protagonistin ist ein Mensch. Uriah? War das Uriah? War das die Protagonistin? Ja, auf jeden Fall geht es um einen Menschen, also eine weibliche Person, die als kleines Kind vom Vampirkönig irgendwie gefunden wird und er nimmt sie einfach mit, weil er irgendwie merkt, die hat's faustdick hinter den Ohren. Er adoptiert sie irgendwie so eine Art, er wird irgendwie so ihr Vater und ja, als, ich glaube, ja, junge Erwachsene, Teenie, keine Ahnung, soll sie dann an irgendeinem total blutrünstigen Wettbewerb mitmachen, wo halt alle ihre Mitanwärter Vampire sind. Halt mit den vampirischen Superkräften und sie ist halt so nur ein Mensch. Ja, ihr merkt, ich habe krass Mühe, irgendwas zu dem Buch zu sagen, weil ich habe zwar ein Viertel davon gelesen, die ersten 12% sogar zweimal, weil ich nach 12% nochmal von vorne begonnen hatte, weil ich da schon dachte, hä, ich habe nichts gerafft. Ich habe auch beim zweiten Mal irgendwie nichts gerafft. Keine Ahnung, was an diesem Buch nicht in meinen Kopf rein wollte, aber für mich war das irgendwie nur heiße Luft. Ja, habt ihr das Buch gelesen, beziehungsweise habt ihr vor, das Buch zu lesen? Also ich weiß, dass gefühlt alle das Buch mögen, nur ich nicht. Genauso auch wie bei Fourth Wing. Das Buch haben ja alle geliebt, nur ich nicht. Also abschließend, ich kann sagen, gefiel mir nicht, weil ich mich an gar nichts erinnern konnte davon. Werde ich es nochmal versuchen? Nein. Möchte irgendjemand das Buch haben und ist gewillt, das Porto aus der Schweiz zu euch nach Hause zu zahlen, dann schreibt mir gerne. Ja, bäh. Ja, Freunde, das war's mit meinem Lesemonat Februar. Also, wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann habt ihr sicher gemerkt, das war ein untypischer Lesemonat für mich. Ich war im Februar, also nach wie vor, aber ich war auch emotional einfach komplett von der Rolle, weswegen ich vielleicht auch zu Büchern gegriffen habe, die ich sonst nicht gelesen hätte. Und ihr wisst jetzt, welche ich meine. Ja, auf jeden Fall, es war ein spannender Lesemonat. Der Lesemonat März, der kommt ebenfalls bald, weil der März ist ja auch schon eine Weile vorbei. Ja, auf jeden Fall, lasst mir gerne alles, was ihr sagen möchtet, alles, was ihr zu den Büchern fragen möchtet, unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Ja, und bis dann wünsche ich euch eine gute Zeit, liebe Freunde. Bleibt gesund, fühlt euch umarmt und wir sehen uns. Tschüss!